sich ausgesucht. Ja, du kannst höchstens sagen, der einzige, was immer, was sterben kann, ist nämlich die Idee von Tod und damit auch das Leben stirbt. Aber dann gibt es doch keinen mehr, der was von hat. Und wie jetzt schon? Aber warum? Wofür? Wen sollte das sein? Wer braucht das? Das Sein für euch. Was braucht denn das sein? Einfach nicht überflüssige Gedanken zu machen. Was ist denn überflüssig? Alles, was nicht dazugehört. Ein Überflüssiger sagt, es gibt überflüssige Gedanken. Das hört sich gut an. Nee. Vielleicht auch nur ein Konzept. Alles nur Konzepte. Du denkst immer, du hast einen Vorteil, wenn das jetzt anders wäre und es ist jetzt immer falsch. Und du denkst immer dann, wenn es dann, und das ist immer die gute Intention, nämlich die Idee, dann versuchst du dir auszudenken, wie wäre es besser. Wenn und dann und wenn überhaupt und wenn das nicht mehr wäre. Ja, also das nennt man dann Weltverbesserer. Also ein Faschist. Das ist ein Weltverbesserer und jeder Esoteriker ist ein Weltverbesserer und damit ein Faschist. Also jedes Ego an sich, was die Welt verbessern möchte, ist ein Faschist. Von vornherein. Ein richtiger Nazi. Der hat ein Nahziel der Verbesserung. Der Nazi. Ich habe da nichts gegen, aber erkenne einfach, dass es eben aus dieser ganzen, das ist halt die Wurzel von dieser ganzen kriegerischen Handlung, die ständig stattfinden, weil es zwei gibt, die denken, sie wüssten, der eine weiß mehr von der Wahrheit als der andere. Also jeder kämpft für Gott oder für Wahrheit oder für Freiheit, nämlich seine Freiheit, weil er eine Idee davon hat. Und darum wird gekämpft. Das nennt man hier die Welt. Oder wenn du jetzt hast die Ansicht und andere hat die andere Ansicht, dann kämpft er als so Interessenkonflikt. Und das Interesse kommt immer aus einer guten Intention, weil jeder möchte es ja besser haben. Keiner kann, du kannst nie sagen, es hat irgendeine böse Absicht.